Servus zusammen, in dem Video schauen wir uns das Thema Batterien an, also Autobatterien. Also man startet einfach mit dem, dass man die Batterie ausfindig macht. Meistens findet man sie entweder unter einer Abdeckung oder man sieht sie. Das ist halt das quadratische, rechteckige, meistens mit den zwei Metallpolen, das ist die Batterie. Ausfindig machen müsst ihr unbedingt ein Multimeter haben, dass ihr auch messen könnt. Dieses stellt ihr auf Gleichstrom ein und 20 Volt. Das sollte auf jeden Fall genügen. Normalerweise reicht es locker aus. Dann wichtig, bevor es überhaupt was misst, schaut euch auch die Pole an. Auch die Klemmen und die Pole. Wie schauen die aus? Sind die sauber? Wenn nicht, reinigen und schleifen oder mit einem Schleifpapier oder sowas einfach sauber machen, dass sie sauber sind. Dann rotes Kabel zum Pluspol, schwarzes Kabel zum Minuspol, einfach anklemmen. Und dann sollte unten ein Wert stehen. Der Wert sollte bei plus minus 12,6 Volt liegen. Kann minimal drunter liegen, sollte nicht, aber kann auch passieren, je nachdem, was ihr nachher noch gemacht habt. Oder etwas drüber. Optimum ist 12,6, ist jetzt da 12,68, ein Traumwert, so sollte sein. Also ein wirklich guter Wert. Das ist eine gute Batterie. Nun schauen wir uns eine schlechte Batterie an. Da die Batterie bei mir da unten so versteckt ist, da ist der Pluspol und da unten oben ist der Minuspol. Braucht es eigentlich gar nicht beide. Erstens habe ich einmal da einen Pluspol. Je nachdem, also normalerweise ist die Batterie viel leichter zugänglich als bei mir. Da ist der Pluspol und da irgendwo ist hinten der Minuspol. Aber es reicht da den Pluspol und ein metallisches Teil zu berühren. Angegeben im Handbuch ist genau dieses Teil, dass man dann die Spannung misst. Batterie ist bei mir, also es legt dann einfach das eine, dass es und ein Teil von der Leitung berührt, sagen wir so, eine sollte reichen. Dann vorsichtig, dass es nicht rauszieht. Ihr könnt im Prinzip, wie schon gesagt, jedes metallische Teil jetzt da, Turboblech, alles ist, jedes Metallteil ist im Motorbereich, das ist Turbo dran. Ein Handbuch ist das angeben, zum Laden oder zum Testen. Dann schauen wir nach und dann sehen wir 12,06 Volt. Das sollte die Batterie natürlich nicht haben, das sollte immer bei 12,7 liegen oder irgendwas. Das ist nur jetzt ein Tag gestanden. Die Batterie ist leider hin oder ziemlich hin. Heißt, nach 3-4 Tagen ist es schon fast leer und startet gar nicht mehr. Spinnt die Elektronik und das Ganze. Und ja, also sollte immer bei mindestens 12,6 Volt liegen. In dem Bereich, normalerweise auch ein bisschen mehr. Das ist auf jeden Fall viel zu wenig. Der werde ich sowieso auswechseln. Der ist wie schon gesagt, nach 3 Tagen kann man ihn nicht mehr starten, wenn man nicht gefahren ist, 3 Tage. Und ja, also das ist eine defekte Batterie. Dann ist noch wichtig zu schauen, wie die Spannung sich verhält, wenn man den Motor startet. Das zeige ich euch gleich. Entweder ihr stellt euren Multimeter auf Minimum ein oder ihr habt eine zweite Person oder ihr stellt um eine Kamera auf, damit ihr es filmen könnt. Sonst könnte kein. Da habe ich die Zündung angemacht, ist ja schon runtergegangen und jetzt starte ich ihn gleich. Wie ihr gesehen habt und nun im Moment auch sieht, ist die Spannung auf 8,4 Volt runtergegangen. Das sollte natürlich bei gesunden Batterien nicht passieren. Die sollte mindestens bei 10 Volt liegen. Alles unter 10 Volt kann und wird in Zukunft zu Startproblemen führen und anderen elektronischen Sachen. Also, dass irgendwas nicht angeht oder irgendwas. Also, 10 Volt soll schon haben. 9 Volt geht um, ja, noch. Aber jetzt mit 8 Volt hat es gestartet. Aber das ist nicht, was man haben möchte mit einer gesunden Batterie beim ersten Anmachen. Lasst euch nicht von den 12,5 Volt abschrecken, das Licht war und nur was drinnen. Also 12,6, 12,5 wäre auch in Ordnung bei euch, das ist schon klein. Ich habe es ja gesehen davor, nur 12,0, es geht dann noch viel schlimmer. 12,5 ist auch noch mehr als in Ordnung. Jetzt schauen wir uns die gute Batterie an, die normal startet, alles normal. Schauen wir uns gleich die Werte an.
das muss auch nach dem Starten, wie hoch steigt die Spannung, mindestens 14 sollte, aber eigentlich nur mehr. Das Batterie selber dann ladet schon, aber normalerweise hat es über 14, Richtung 14,5 ist Optimum. Und 14,8 ist halt gut, bis an der oberen Grenze, aber gut. Alles über 15 kann wieder gefährlich werden. So, kommen wir zum allgemeinen Tipp für die Batterien und jetzt besonders im Winter, weil es Winter ist, ladest du auf. Ihr seht, auch wenn die Spannung passt hat, habe ich nur 3 Balken gehabt. Das heißt, die Kapazität war nicht voll. Deswegen könnt ihr euch im schlimmsten Fall stehen lassen, wenn ihr dann nicht genug Kapazität habt und die Spannung sinkt. Ladet eure Batterie auf, über Nacht, einmal die Woche würde ich empfehlen, oder öfter oder weniger oft, müsst ihr dann beobachten, was am Ende von der Woche dasteht, aber die Temperaturen beobachten, je kälter es wird, desto mehr müsst ihr schauen und öfter laden. So, nochmal alles zusammengefasst, Ruheladung sollte nicht unter 12,5 und nicht über 13 Volt liegen. Nach dem Start sollte die Spannung zwischen 14 und 15 Volt sein und während dem Start nicht unter 10. Danke fürs Schauen, Servus, danke und ciao.